Freue ich mich auch sehr, dass Stefan Liebig bei uns ist. Du warst damals, wenn ich das richtig weiß, als du noch im Abgeordnetenhaus gewesen bist in Berlin, ist das quasi dein Wahlkreis gewesen. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, als du selber noch ein bisschen recherchiert hast, was hier so in Erfurt passiert ist, was so für Argumente auf den Tisch gekommen sind, dass dich das doch irgendwie sehr stark an die Zeit erinnert hat, als die Diskussion dort in Heinersdorf gewesen ist. Wenn du uns das vielleicht mal ein bisschen berichten könntest. Das mache ich sehr gerne. In der Tat, als dann im Internet und im Facebook und im Twitter zu lesen war, dass die Ahmadiyya-Gemeinde hier in Erfurt eine Moschee plant und die Kritiken formuliert wurden, dachte ich, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich bin im Jahr 1995 ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Ich komme aus Berlin-Marzahn. Ich bin überhaupt nicht religiös, hatte keine Ahnung vom Islam, relativ wenig vom Christentum, von anderen Religionen schon gleich gar nicht. Und habe im Abgeordnetenhaus alle möglichen Themenfelder bearbeitet. Und plötzlich poppte da dieses Thema im Jahr 2006 wie aus dem Nichts auf. Nämlich die Ahmadiyya-Gemeinde, die seit 18 Jahren im benachbarten Bezirk Reinickendorf, das ist der Nachbarbezirk von Pankow, eine Moschee hatte, plante umzuziehen. Und in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hat, dass sie in Heinersdorf, in Pankow, ein Grundstück suchen, um dort eine Moschee zu errichten, ging natürlich der Ärger los und die Kritik los. Ich habe mir dann erstmal, als ich merkte, uiuiui, das wird schwierig, gesagt, ich gucke mir mal an, wo die bisher sind. Und diese Moschee, in Anführungszeichen, war ein Einfamilienhaus an der Landebahn des Flughafens Tegel. Die war einfach zu klein. Also es gab viele Gemeindemitglieder, die haben gesagt, wir wollen gerne eine neue Moschee errichten. Ja, und dann haben sie, weil das in Deutschland Recht und Gesetz ist, sich ein Grundstück gesucht und gesagt, wir haben Interesse daran, hier wollen wir das machen. In Reinickendorf, das ist ganz interessant, ist ein Bezirk, in dem seit vielen, vielen Jahren die CDU regiert. Und die CDU-Bezirksbürgermeisterin Frau Wein-Jura hat gesagt, wir haben mit denen kein Problem. Wir unterstützen das, wir kommen mit denen gut klar, alles wunderbar. In Pankow, Teil der neuen Bundesländer, und das war ehrlich gesagt der erste geplante Neubau einer Moschee in den neuen Bundesländern, sah das alles ganz anders aus, weil die meisten Menschen, die dort leben, genauso wie ich, überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Islam hatten. Also ging es los mit den Kritikpunkten. Es gründete sich eine Initiative, Pankow-Heinersdorfer Bürger, IPAP, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass diese Moschee hierher kommen. Und die haben dann Argumente formuliert und haben, das will ich an der Stelle sagen, versucht, sich scharf von rechten Parteien abzugrenzen. Denn die NPD, gar nicht dumm, hat sofort gesehen, hier ist ein Thema für uns und hat sich daran gehängt. Aber die IPAP ihrerseits hat gesagt, wir sind zwar gegen die Moschee, aber wir wollen mit der NPD nichts zu tun haben. Das war auch für die IPAP nicht ganz einfach, weil wenn man am Ende ein ähnliches Ziel verfolgt, sich dann voneinander zu trennen, ist kein einfaches Geschäft. IPAP selber 50 Leute, aber die haben eine sehr große Schlagkraft entwickelt, weil sie haben am Ende 6.000 Unterschriften im kleinen Heinersdorf, das ist ein Ortsteil, wie gesagt, von Pankow gesammelt, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Sie haben mehrere große Demonstrationen organisiert, auch jeweils mit mehreren tausend Menschen. Und es kam das erste Mal zu einer scharfen Auseinandersetzung, als der Bezirk, also die Bezirksregierung, bei uns heißt das Bezirksamt, zu einer öffentlichen Veranstaltung in einer Turnhalle eingeladen hat, die für 700 Leute vorgesehen war und 1.700 Menschen kamen. Und dann haben die 1.000, die draußen standen, nicht mehr reinkamen mit dem Ruf, wir sind das Volk, und der Drohung, man würde diese Turnhalle jetzt gewaltsam erstürmen, provoziert, dass die Polizei die Veranstaltung abgebrochen hat und die Versammlung aufgelöst hat. Und das war für alle eine extrem unbefriedigende Situation. Also für die kritischen Bürger war das blöd, für das Bezirksamt war das blöd. Und dann gab es aber rundherum viele Befragungen und daraus habe ich jetzt mal ein paar Argumente zusammengesucht, die damals vorgetragen wurden. Es wurde gesagt, man hat Furcht vor Extremisten, die Gewalt nach Heinersdorf bringen würden. Man wolle nicht, dass es wird wie in Wedding und Neukölln. Es wurde gesagt, wir haben bereits ein Gotteshaus, nämlich im Übrigen die in Berlin älteste Kirche, eine evangelische Kirche, die vor 1200 errichtet wurde. Man hatte Sorgen vor Krawallen, man hatte auch Sorgen vor Gewalt gegen die Moschee. Weil er sagt, wenn gegen die dann Gewalt ausgeübt wird, dann ist ja bei uns auch wieder Unruhe und Krach und unser beschauliches Heinersdorf ist nicht mehr so wie vorher. Eigentlich sagte man, hätte man nichts gegen Ausländer, es hätten auch vorher schon Schwarze und ich sag mal das böse Wort Fidschis, so formulierten es die Anwohner, also Vietnamesinnen und Vietnamesen, dort gelebt und das sei auch kein Problem gewesen. Dann hatte man die Sorge, dass die Frauen in der Nachbarschaft gezwungen würden, Kopftücher zu tragen und ein Argument, und da wurde es dann wirklich verrückt, war,
Der Islam würde ja seine Moscheen dort errichten, wo Autobahnen und Flughäfen sind, um auf diesem Wege die Welteroberung voranzutreiben. Ein sachliches Argument, das ich zwar verstehe, aber was nichts nutzt, ist, rundherum würden keine Gemeindemitglieder wohnen, die sollen das da bauen, wo sie wohnen. Das war ein Argument, was vorgetragen wurde. Und es war eine Mischung aus friedlichen, sachlichen, unsachlichen Argumenten, aber eben auch Gewalt. Also es gab Drohanrufe im Bezirksamt, wo gesagt wurde, wenn die Moschee nicht auf dem ordentlichen Wege verhindert wird, dann würde sie in Flammen stehen. Wir hatten zu allem Übel auch noch Abgeordnetenhauswahlkampf, sodass insbesondere die CDU in einer Zwickmühle war. Der damalige CDU-Spitzenkandidat Friedbert Pflüger hat sich entschieden, sich gegen die Moschee auszusprechen. Andere Teile seiner Partei, ich habe ja bereits gesagt, die CDU-Bezirksbürgermeisterin von Reinickendorf und die ganze Reinickendorfer CDU hat gesagt, das finden sie total falsch, wir haben mit denen gar kein Problem. In Pankow ist der Vorsitzende der CDU zurückgetreten, weil seine CDU sich gegen die Moschee gewandt hat. Und der örtliche Abgeordnete, Herr Stadtkiewicz, hat das Thema Anti-Moschee-Kampf so sehr in sich aufgesogen, dass er am Schluss aus der CDU ausgetreten ist, eine neue Partei namens Die Freiheit gegründet hat, die im Kern eine anti-islamische Partei ist, die sich jetzt aber wegen Erfolglosigkeit im Jahr 2013 aufgelöst hat und er hat gesagt, man möge künftig die AfD wählen und er ist jetzt nicht mehr in der Politik tätig. Den Ahmadis war natürlich auch mulmig zumute, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe schon gesagt, ich bin gar nicht religiös, ich habe keinerlei Grund, mich für den Islam einzusetzen, aber ich bin ein Verfechter dessen, dass man sagt, alle Religionsgemeinschaften müssen gleiche Rechte haben und ich habe Ihnen deshalb zugeraten, bitte lasst euch hier nicht ins Boxhorn jagen. Was wäre denn das für ein Signal, wenn man eine nach Recht und Gesetz mögliche Errichtung eines Gotteshauses bei uns nicht mehr darf, weil mit Gewalt gedroht wird? Und ich bin sehr froh, dass Sie die Nerven behalten haben. Sie wurden unterstützt von der Bezirkspolitik außer der CDU. Die Republikaner haben sich versucht, ranzuhängen. Die NPD hat gesagt, man möge zurückgehen nach Ankara, was insoweit Quatsch ist, weil man bei einer genaueren Information über die Ahmadiyya-Gemeinde weiß, dass die Wurzeln nicht in Ankara, sondern wenn dann in Pakistan liegen. Die Republikaner wollten sie nach Istanbul schicken. Es gab eine ganze Menge Demonstrationen. Und am Schluss passierte etwas sehr Schönes, nämlich es hat sich aus dem Kreis der Heinersdorfer Anwohner eine weitere Bürgerinitiative gegründet. Die hieß Heinersdorf öffne dich. Wir haben gesagt, die 50 von IPAP sind Heinersdorfer, aber wir auch. Wir haben hier eine andere Meinung und die haben die dann auch öffentlich vertreten. Während der Bauphase gab es Brandanschläge auf die, auf den LKW, der dort Baumaterialien zum Beispiel geschafft hat. Es gab eine Bewachungsaktion durch Gemeindemitglieder selbst. Es gab auch eine Kooperation mit der Polizeidirektion vor Ort. Und es ist gelungen, trotz dieses ganzen dramatischen Umfeldes am 16. Oktober 2008 die Moschee zu eröffnen. Ja, vielen Dank. Das war jetzt schon mal eine ganze Menge an Informationen, was dort im Vorfeld passiert ist. Und ich bin mir sicher, dass bei den Argumenten, die du aufgezählt hast, sich auch durchaus Menschen hier im Raum wiederfinden, weil sie die gleichen Sorgen und die gleichen Ängste haben. Aber das eigentlich Spannende, finde ich ja, ist ja nicht die Tatsache, dass ich vor etwas Sorge habe oder dass ich vor etwas Angst habe, sondern dass ich mir dann auch anschaue, was ist eigentlich passiert, nachdem die Moschee dann eröffnet worden ist. Ich kann das ein kleines bisschen vergleichen. Ich bin Ortsbürgermeister auf dem Wiesenhügel. Dort gab es auch ganz große Sorgen, Ängste, Vorbehalte gegen eine Gemeinschaftsunterkunft, die dort gebaut wurde. Und am Ende, mittlerweile steht sie so gut wie ein Jahr, ist dort festgestellt worden, dass da auch nur in Anführungszeichen Menschen wohnen. Deswegen die Nachfrage an dich, was ist denn aus diesen vielen Sorgen, Vorbehalten und Problemen geworden, nachdem dort die Gemeindemitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde eingezogen sind? Ich könnte das ganz kurz machen und sagen, nichts, aber das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen führe ich das etwas näher aus. Am Tag nach der Eröffnung gab es dann das erste Freitagsgebet und wenige Tage danach, nämlich Ende November 2008, fand der erste Tag der offenen Tür statt. Und die Gemeinde hat von vornherein gesagt zu den Bürgern, die skeptisch und ängstlich waren, habt keine Sorge, das Ganze wird ein offenes Haus, das wird ein offenes Gelände.
Es wurde natürlich nicht geglaubt, aber man kann es ja auch erst beweisen, wenn es soweit ist. Und sie haben es dann bewiesen und haben 2 Tage lang die Türen geöffnet. Und es sind alle aus der Nachbarschaft gekommen. Es sind auch diejenigen gekommen von der Initiative Pankow-Heinersdorfer Bürger, IPAB, die gegen die Moschee gewesen sind. Auch deren Vorsitzender ist gekommen, der Herr Svetlik. Und Herr Svetlik sagte, der hatte dann in der Zwischenzeit, weil das berlinweit auch so ein prominentes Thema war, mehrere gemeinsame Interviews mit dem damaligen Imam Tariq in Zeitung. Das heißt, die beiden haben sich kennengelernt, weil sie Streitgespräche in Medien führen sollten. Und manchmal funktioniert das halt nicht mehr so gut mit dem sich hassen, wenn man sich kennengelernt hat. Die kamen dann ganz gut miteinander klar. Also Herr Svetlik war weiter gegen die Moschee, das will man nicht schönreden. Aber er hat dann gesagt, gute Nachbarn respektieren sich, auch wenn sie sich kontrovers miteinander auseinandersetzen. Und das Absurde ist, die waren tatsächlich Nachbarn, weil die IPAB auf dem Nachbargrundstück der Moschee war. Er war also da, er hat sich das angeschaut. Inzwischen ist die Moschee dort Normalität. Also es gibt dort öffentliche Veranstaltungen in jedem Jahr. Es ist ein Spielplatz errichtet worden auf dem Gelände, der ganz normal von der Nachbarschaft genutzt wird, weil es, wie gesagt, ein offenes Haus ist. Die vorhin erwähnte Initiative im Heinersdorf Öffne Dich hat sich inzwischen in die Zukunftswerkstatt Heinersdorf verwandelt. Und das ist wahrscheinlich noch das Beste, weil in Heinersdorf selbst gab es vorher gar nicht so einen gemeinsamen Ortsverein oder sowas. Und aus dem Protest und dann dem Gegenprotest heraus ist jetzt eine Initiative entstanden, die dort im Ort eigentlich das Leben bestimmt. Die örtlichen Feste organisiert, die für die Nachbarn da ist, die eine Anlaufstelle ist. Zukunftswerkstatt Heinersdorf hätte es wahrscheinlich ohne die ganze Moschee-Debatte nicht gegeben. Am 1. September 2012 fand die lange Nacht der Religionen statt. Da sind 2000 Menschen nach Heinersdorf gekommen. Heinersdorf ist ein netter kleiner Ort, aber außer die vorhin erwähnte evangelische Kirche gibt es dort nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Insofern gar nicht schlecht, dass 2000 Menschen gekommen sind. Und jetzt aktuell wurde es natürlich wieder spannend. Also gerade beim Thema Flüchtlinge, Terroranschläge. Da ist es verständlich, dass die Leute nicht immer differenzieren zwischen Islamismus, Islam, welche Gemeinde was vertritt. Deswegen ist die Aufmerksamkeit nochmal stärker wieder auf die Moschee gerichtet worden. Und die Moschee hat sich um die Integration von Flüchtlingen bemüht. Und was auch sehr gut war, auch wenn das für einen anderen Zweck geplant war, es war nach den Pariser Terroranschlägen eine Pressekonferenz geplant zu einem anderen Thema. Aber natürlich hat man sich dann dazu auch geäußert und hat gesagt, dass man nicht ruhig schlafen kann und es schmerzt, wenn der Islam für solche Verbrechen missbraucht wird. Und ich glaube, das ist für viele Bürger in der Nachbarschaft ein wichtiges Signal gewesen. Es ist ein bisschen unfair, Leute, die mit so Verbrechen gar nichts zu tun haben, zu bitten, sowas zu sagen. Aber ich glaube, es war trotzdem ein gutes Signal, weil es hilft natürlich für das gegenseitige Verständnis. Kürzlich gab es einen Radiobeitrag beim Deutschlandfunk, den können Sie auch im Netz finden. Da haben hat die Journalistin die Nachbarn mal gefragt, was denn jetzt geworden ist aus ihren Ängsten. Und dann ist eine Nachbarin zitiert worden, die gegen die Moschee war, die sagte, sie sind ganz leise, wir haben sie noch nie gehört, wir riechen manchmal den Duft von Makaroni und Tomatensoße, wir sind schon 100.000 Mal zum Essen eingeladen worden, aber aus Zeitmangel noch nie hingegangen. Sie sind sehr, sehr hilfsbereit, also man kann sagen, was man möchte. Die sind sofort zur Stelle, die arbeiten jeden Tag, wenn man irgendwas hat. Die sind immer da, es ist eine gute Nachbarschaft. Oder ein anderer sagte, die Leute gehen zum Gebet und gehen wieder nach Hause, es fällt nicht auf. Und dann sagt einer, die benehmen sich schon anständig, da gibt es keinen Streit, keinen Zank, es läuft soweit, also es geht schon. Und inzwischen gibt es in Heinersdorf ein neues Thema, weil nämlich auf einer Gewerbefläche eine Fleischfabrik errichtet werden soll. Und das ist gerade das große neue Ding in Heinersdorf. Aber die Moschee ist dort gar kein Thema mehr. Vielen Dank. Daran wollen wir gleich anschließen, Herr Arif. Jetzt haben wir gerade eine Außenperspektive gehört, was das alles passiert. Jetzt würde mich interessieren, es wäre schön, wenn wir den Versuch wagen, eine Innenperspektive mal zu besuchen. Was genau ist in der Gemeinde passiert, als klar geworden ist, dass die Leute dagegen waren oder eine Gruppe von Menschen? Also erstmal ist es wichtig, vielleicht kurz klarzustellen, nicht, also damals habe ich das aus der Ferne aus beobachtet und miterlebt. Während meines Studiums, der Imam Tariq, mein Vorgänger, war dann halt vor Ort und hat das alles begleitet und war intensiv auch in Kontakt mit dem Herrn Svetlik, der gegen die Moschee war. Soweit wie ich das jetzt, ich bin ja seit Ende 2013, Anfang 2014 dort und habe das natürlich noch intensiver dann
auch damit mich auseinandergesetzt und habe erfahren, dass jedenfalls für uns als Gemeinde ist es wichtig, da nicht die Hoffnung zu verlieren. Wir sind eine Gemeinde, die optimistisch bleibt und wir lassen uns auch durch sowas nicht einschüchtern. Und denn auch gerade der Glaube ist uns sehr, sehr wichtig. Auch eine Moschee ist den Gemeindemitgliedern sehr wichtig, denn das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Glaubensausübung, der Religionsausübung. Denn es heißt, dass man das Gebet in Gemeinsamkeit verrichten sollte. Und wenn eine Moschee nicht vorhanden ist, dann trifft man sich hier wie in Erfurt im Wohnzimmer. Und das geht ja nicht auf die Dauer, noch ist das gut für die Privatsphäre. Und dann versucht man, Räumlichkeiten zu bekommen. Und dann, also wie es in Heinersdorf auch der Fall gewesen ist, hatte man eine Räumlichkeit in Reinickendorf gehabt. Das war ein Einfamilienhaus, das in einer Moschee praktisch umfunktioniert wurde. Und für die Gemeinde war es von Anfang an klar, nein, wir wollen die Moschee und wir sind interessiert an dieser Moschee, möchten aber auch natürlich den Dialog und die Offenheit und Transparenz einfach auch vermitteln und zeigen, damit das auch ordentlich zustatten kommt und nicht irgendwie durchgeboxt wird. Nun steht die Moschee und wir haben gerade schon gehört, dass Normalität eingekehrt ist. Jetzt frage ich mich, wie sieht diese Normalität denn für die Gemeindemitglieder aus? Jetzt verbinden wir das ständig mit irgendeinem Gebäude? So richtig vorstellen können sich aber viele wahrscheinlich nicht, wie dort der Alltag aussieht. Also das Interessante ist, sobald die Moschee eröffnet wurde, war das, als wäre einfach alles abgeebbt. Also wir sind am Ruhr eingekehrt, ist abgeebbt gewesen und dann haben wir auch gemerkt, dass durch die ständige Offenheit und Dialogarbeit dort auch die Leute gemerkt haben, dass all die Befürchtungen, die man hatte, all diese sind nicht wahr geworden. Denn die Zeit ist der größte Beweis dafür. In 2 Jahren werden wir unser 10-jähriges Jubiläum dort haben. Und man kann so ein wenig in die Zukunft schauen mit dieser Moschee in Heinersdorf. Denn es ist interessant, da gibt es auch Videos und Clips und Interviews. Vieles ist noch im Internet von damals in Heinersdorf. Kann man sich mal anschauen. Und die Argumente und die Befürchtungen sind identisch. Also zum einen hieß es zum Beispiel, ganz Pankow würde von Muslimen jetzt unterwandert werden. Dann hieß es, die bauen absichtlich unter einer Flugroute, um die Flugzeuge abzuschießen, wobei wir zuvor direkt an der Landebahn waren. Und wir sind ja umgezogen, also hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Der Verkehr würde zusammenbrechen, nichts ist zusammengebrochen, Parkplatzprobleme würden da sein, nichts davon. Gewalt würde ausgehen, nichts davon. Also man kann wirklich so eine Checkliste haben und einfach mal anhand den 10 Jahren, die vergangen ist, einfach mal markieren. Und dann, ich denke, die Zeit hat es bewiesen dort, dass die Ängste nicht berechtigt gewesen sind. Und das haben die Nachbarn auch eingesehen. Die haben gesagt, einige haben gesagt, wir sind zwar immer noch gegen der Moschee, aber unsere Einschätzung war nicht richtig. Also das hat man eingesehen, weil man kann ja nicht einfach der Realität einfach den Rücken kehren. Und ich bin sehr optimistisch. Wir haben ja jetzt seit 2023 werden wir unser 100-jähriges Jubiläum hier in Deutschland haben. Also eine relativ lange Geschichte in Deutschland. Und niemals ist von unseren Moscheen irgendwie Gewalt gepredigt worden oder irgendwie etwas, sagen wir mal, was der Gesellschaft schadet, irgendwie was daraus. Sondern eher immer die Botschaft des Friedens und des Miteinanders. Natürlich haben wir eine andere Religion, natürlich haben wir eine andere Lebensweise, aber das ist doch genau das, was die Gesellschaft überhaupt hier ausmacht. Es gibt Unterschiede, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Und es ist wichtig, da genau diese Freiheit jedem zu geben, solange er die Freiheit des Nächsten nicht einschränkt. Und daher sehen wir, dass momentan, also der aktuelle Stand in Heinersdorf ist, dass die Moschee sich sehr eingeblendet hat, ist ein Teil der Nachbarschaft geworden, eine Begegnungsstätte. Wir haben unterschiedliche Aktivitäten, die stattfinden, 4-mal im Jahr größere Programme, wo unterschiedliche Gesellschaftsschichten eingeladen werden, interreligiöse Programme mit der Politik zusammen auch. Und dann sind ständig Besuchergruppen, die sich einfach mal selbst ein Bild davon machen wollen und selbst mal schauen wollen, was eigentlich los ist. Ansonsten sind natürlich die religiösen Gebete, die wir haben, 5-mal am Tag und die Freitagspredigt und Veranstaltungen und religiöse Bildungs- und Erziehungsprogramme, die halt einfach da sind. Und das sind so die Aktivitäten, die stattfinden, also externe sowie interne. Vielen Dank. Ja,
Das hat jetzt mal die Möglichkeit gegeben, von seitens Gemeinden gibt es, oder jede Gesellschaft, jedes Land gibt sich ja gewisse Rahmenbedingungen, gewisse Regeln, nach denen sie leben möchte. Und auch bei uns gibt es eben genau solche Grundlagen und solche Regeln. Manche vergessen das. Da gibt es so ein kleines Heftchen, das heißt Grundgesetz. Und da stehen die fundamentalen Grundsätze unseres Zusammenlebens innerhalb der Bundesrepublik Deutschland drin. Und da gibt es, Martina, auch ganz klare Aussagen und Regeln dazu, wie wir uns das Zusammenleben mit verschiedenen Religionen vorstellen. Und da würde ich dich bitten, du sitzt ja im Bundestag, du bist also quasi von uns am nächsten am Grundgesetz dran, zusammen mit dem Stefan, das vielleicht noch mal kurz darzustellen. Na, vielleicht noch eine Bemerkung vorweg. Also ich antworte als Innenpolitikerin, also als jemand, der sich ständig auch mit Sicherheitspolitik auseinandersetzt, aber auch als jemand, der, und das ist so sich unsere Aufgabe, eben auch aktiv die Bürgerrechte verteidigt. Und ich antworte aber als Linke, und da möchte ich an Stefan auch anknüpfen, und viele fragen sich jetzt vielleicht, so kenne ich euch gar nicht, wir haben euch immer auch dahingehend geschätzt, dass ihr auch eine formulierte Kritik gegenüber Religion habt. Und ja, das haben wir, und wir sagen auch, dieser Staat ist auch ein Stück weit nicht unabhängig genug von Religion, und das wird auch immer so bleiben. Aber in der Frage bei so einem Moscheebau geht es nicht um einen positiven Bezug zu einer Religion. Es geht hier auch nicht um den positiven Bezug zum Islam. Es geht darum, dass wir einen positiven Bezug, und du hast es eben gesagt, zu unseren Grundrechten formulieren, dass wir tatsächlich das, was in unserer Verfassung in Artikel 4 geschrieben ist, auch ein Stück weit nicht nur ernst nehmen, sondern auch leben. Und da heißt es eben, dass es die Freiheit des Glaubens gibt in diesem Land und dass die Religionsausübung ungestört sein soll. Und dass dies dort an prominenter Stelle formuliert ist als unveräußerliches Grundrecht mit Ewigkeitsgarantie, hat einen Grund. Und der Grund liegt in der deutschen Geschichte. Der liegt in der Zeit des Nationalsozialismus, als in diesem Land eine religiöse Minderheit, die Juden und Jüdinnen, nicht nur verfolgt wurden, sondern fast vollständig ausgelöscht wurden. Und ich glaube, aus dieser historischen auch Perspektive heraus, glaube ich, müssen wir in dieser ganzen Diskussion eben immer wieder deutlich machen, es geht nicht um Religion, sondern es geht um Religionsausübung. Und es geht eben auch darum, und ich glaube, das muss man auch nochmal deutlich machen, dass wir das, was wir in vielen Ländern kritisieren, wenn es dort um die Verfolgung von religiösen Minderheiten geht, schauen wir in die Türkei oder schauen wir nach Ägypten, insbesondere was dort Christen und Christinnen angetan wird, dass wenn wir dort Kritik formulieren, dass wir uns für das eigene Land dann auch tatsächlich die Verpflichtung aufrechterhalten müssen, dass wir adäquat hier mit religiösen Minderheiten umgehen. Und da muss man eben auch sagen, es gibt eben nicht nur da das Privileg, ein Gotteshaus zu errichten, sondern das Baurecht hat natürlich auch die Aufgabe, diskriminierungsfrei zu sein. Das heißt, Minderheiten, in dem Falle religiöse, aber auch andere, müssen die Möglichkeit haben, ihre Versammlungsräume, ihre Örtlichkeit zu gründen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein zweiter wichtiger Gedanke neben dem der Religionsfreiheit, dass es natürlich hier auch um Antidiskriminierung geht, um Minderheitenschutz in dieser Frage. Und ich will das auch nochmal sagen, du hast es schon gesagt, Stefan, und es ist natürlich in diesen Wochen und Monaten ein Thema, was man ansprechen muss. Religionsfreiheit findet auch ihr Ende. Religionsfreiheit findet da ihr Ende, wo wir über Salafismus reden oder wo wir über den politischen Islamismus sprechen müssen. Und natürlich sind wir hier nicht kritiklos, vollkommen klar irgendwie. Und da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Der Islamismus als politische Ideologie hat einen menschenverachtenden Kern. Und die Praxis, der Terror und die Gewalt müssen verfolgt und abgelehnt werden. Und das ist Aufgabe der Polizeibehörden. Aber der Islam ist keine monolithische Gesellschaft. Es gibt unglaublich viele Richtungen, Spielarten, Gemeinden mit ganz unterschiedlichen Geschichten, Ausrichtungen, auch in ihrem Haltung insbesondere zu Frauenrechten und Ähnlichem. Und da müssen wir uns einfach auch ein Stück weit die Zeit nehmen und den Dialog suchen, hinzuschauen,
hinzuschauen und hinzuhören, was ist tatsächlich die religiöse Praxis dieser Gemeinde, die hier eine Moschee errichten will, was ist ihre Vorstellung auch vom Zusammenleben der Geschlechter und ähnliches mehr. Und ich glaube, das ist unsere Verpflichtung. Weil die, die jetzt laut schreien gegen Moschee, die wollen uns weismachen, es gebe den Islam und den gibt es nicht. Das ist eine Lüge, es gibt nicht den Islam, genauso wie es nicht den Christen gibt, es gibt den Protestanten, den Katholiken, es gibt dann Evangelikalen, es gibt Opus Dei, es gibt ganz viel. Ja? Und das eine und andere von dort ist auch eine sehr fragwürdige Richtung. Und so ähnlich ist es auch im Islam. Und das müssen wir anerkennen und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg und ich habe das Gefühl, dass es hier auch vor Ort der Fall ist, wenn wir uns diese Zeit nehmen und diese Gespräche suchen, dass wir auch tatsächlich die Ängste, die es möglicherweise gibt, dann auch abbauen können und den Weg, den Stefan so ein bisschen vorgezeichnet hat, vielleicht auch gehen können. Danke. Martina, ich habe immer, doch, jetzt bin ich wieder da. Wunderbar. Telefon. Ich habe jetzt, was Martina gesagt hat, ist, glaube ich, ein sehr guter Hinweis darauf, was vielleicht auch damals in Hennersdorf passiert ist. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben auf der einen Seite durchaus, egal aus welcher Motivation heraus, der Protest gegen, ich sag mal, einen anderen Glauben oder eine andere Lebensweise gewesen ist, dass aber durchaus diejenigen, und da hast du ja dazugehört, die dieses Projekt verteidigt haben, dass es euch da schon um viel Grundsätzlicheres gegangen ist, als nur die Frage, ob dort jetzt Gen Mekka gebetet wird oder eben andere muslimische Glaubensrituale ausgeübt wurden. Mir geht es da wie Martina, und ich habe das vorhin schon beschrieben, ich bin nicht religiös, ich verbinde mit dem Islam nichts. Ich finde vieles falsch, was auch in ihrer Gemeinde gelebt und vertreten wird. Insbesondere auch die scharfe Trennung zwischen den Geschlechtern ist überhaupt nichts, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, an übernatürliche Wesen, an Wunder, aber das trifft auch auf andere Religionen zu. Und deswegen finde ich, müssen wir einen Weg finden, und das ist genau der Dreh- und Angelpunkt, auch wenn verständlicherweise vielen Menschen in Pankow und möglicherweise auch hier in Erfurt diese eine Religion fremder ist als andere. Weil mit den christlichen Religionen hat man natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten viel zu tun gehabt. Da ist vielleicht die Skepsis größer. Und trotzdem müssen wir als Vertreter der Politik und des Staates darauf achten, dass wir nicht für unterschiedliche Religionen unterschiedliche Regeln schaffen können. Und das ist das, wofür wir uns zum Beispiel in der Berliner Politik auch in einer anderen Frage eingesetzt haben, die ich hier mal benennen will, was in unserer Partei auch kontrovers ist. Sie kennen möglicherweise die Debatte um das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst in hoheitlichen Bereichen. Viele Länder haben da unterschiedliche Traditionen. Wenn man nach England geht, nun kein muslimisches Land oder kein hinduistisches Land, da wird man mal Polizisten mit einem Turban sehen. So, und es gibt Länder, wo das mit dem Kopftuch kein Problem ist, und es gibt Länder, wo das streng untersagt ist. Bei uns gab es die Debatte lange Jahre überhaupt nicht, und irgendwann gab es mal den Fall, ich glaube es war in Baden-Württemberg, dass dort ein Rechtsreferendarin gesagt hat, ich will hier ein Kopftuch tragen. Plötzlich poppte dieses Thema bei uns auf, unsere Partei regierte damals gerade in Berlin, und unser Innensenator, Kollege Körting von der SPD, völlig ohne Not, wir hatten das Problem gar nicht, hat gesagt, wir müssen jetzt ein Kopftuchverbot beschließen. Und unsere Partei hat das die ganze Zeit dagegen argumentiert, weil wir immer gesagt haben, es kommt doch darauf an, was jemand vertritt, was er denkt, nicht was er auf dem Kopf hat. Wir konnten uns damit, so ist das manchmal im Leben, nicht durchsetzen, haben dann aber gesagt, wenn ihr eine Regel finden wollt für den hoheitlichen Bereich im öffentlichen Dienst, dann werden wir mit euch nur eine Regel beschließen, die für alle Religionen gleichermaßen gilt. Und genau das ist passiert. Wir haben in Berlin nämlich kein Kopftuchverbot beschlossen, sondern ein Gesetz gegen die zur Schaustellung religiöser Symbole im öffentlichen Bereich. Und das gilt für die Kippa, das gilt für das Kreuz, das gilt für die Nonnentracht und das gilt für das Kopftuch. Und genau darum ging es mir auch bei der Moschee in Heinersdorf. Wir haben inzwischen die Planung für einen thailändischen buddhistischen Tempel. Witzigerweise wieder in Heinersdorf. Pankow ist total groß, hätte man auch woanders planen können. Blankenburg, keine Ahnung, aber ist wieder in Heinersdorf geplant worden.
Und ich hätte mich da mit dem gleichen Engagement ins Zeug gelegt, wenn es dagegen Proteste gegeben hätte. Gab es aber nicht, vielleicht, weil wir die Debatte zu Heinersdorf schon hatten oder weil man sagt, die Buddhisten sind per se gute Menschen, was ich für Unsinn halte, weil es gibt gute und schlechte Christen, gute und schlechte Muslime und gute und schlechte Atheisten. Also für mich ist es so, man muss da die gleichen Regeln für alle gelten lassen und das war der Kernpunkt und nicht die Verteidigung des Islam. Martina, einer der Gründe für diese Veranstaltung waren ja auch Angriffe von rechts, die von Beleidigungen bis hin zu Aufrufen zu Gewalt gehen. Jetzt zeigt sich, dass diese Erfahrung über Erfurt hinausgeht, das haben wir gehört. Zahlen des Bundesinnenministeriums bestätigen das. Zwischen 2001 und 2016 waren es etwa 416 politisch motivierte Angriffe auf muslimische Gebetshäuser. Das ist eine beachtliche Zahl. Also Angriffe gegen Einzelpersonen sind da nicht mitgezählt. Da fragt man sich natürlich, warum ist ausgerechnet der Islam die Zielscheibe von rechten Hetzkampagnen geworden? Man muss sagen, bevor wir über die Gewalt sprechen, die sich gegen Muslime oder auch gegen muslimische Einrichtungen, Vereine, aber auch Moscheen, Gebetshäuser richtet, muss man ein Stück zurückgehen und über Einstellungen, über Meinungen, über Vorurteile sprechen, die es gibt gegenüber dem Islam. Es gibt dazu auch eine Erhebung hier in Thüringen. Die meisten werden das schon gehört haben. Der Thüringen-Monitor von der Universität in Jena fragt jedes Jahr zu politischen Einstellungen, insbesondere zur Haltung im Themenbereich Rechtsextremismus, aber auch zu solchen grundsätzlichen Fragen, wie man diese Demokratie findet, wie man sich zu Parteien stellt und ähnliches mehr. Aber 2016 ist eben auch die Frage gestellt worden, was man über den Islam denkt. In dieser Frage, gehört der Islam zu uns oder eben nicht? Und da sagten 80% der Thüringer und Thüringerinnen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und diese Einstellungsebene, die hat eine Ursache und die hat eine Wirkung. Und man kann nicht über Gewalt sprechen, wenn wir nicht über diese Einstellung sprechen. Die extreme Rechte, und das muss man sagen, da geht es sehr weit. Ja, da reden wir von militanten Neonazis, die ganz sozusagen konkret aktiv werden. Wir haben auch das Problem tatsächlich auch, dass es tätliche Übergriffe gegeben hat, dass also muslimischen Frauen das Kopftuch abgerissen wurde oder dass es Steinwürfe auf Moscheen gab und ähnliches mehr. Ist da nur ein Teil. Es gibt auch so etwas wie die neue Rechte, die vermeintlich intellektuelle Rechte und ähnliches. Bei all denen spielt der Islam eine ganz große Rolle. Auch bei den europäischen Rechtsparteien, wenn wir ins Ausland gucken, ist es ein zentrales Mobilisierungselement, auch insbesondere um Wähler und Wählerinnenstimmen zu bekommen. Um was geht es? Der Islam bietet, wie zum Beispiel die Gruppe der Flüchtlinge, eben eine perfekte Folie, um einer Bevölkerungsgruppe, sei es aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status oder ihrer Religionszugehörigkeit, bestimmte Merkmale zuzusprechen, sie abzuwerten, sie als fremd zu deklarieren oder sogar zu Sündenböcken zu machen. Also sie vermeintlich für die eigene soziale schlechte Lage, und da müssen wir nicht drüber reden, es gibt die soziale Ungleichheit in diesem Land und ähnliches mehr verantwortlich zu machen. Diese Gruppen haben einen großen Vorzug für die extreme Rechte, dass sie sich auch sehr schwer wehren können. Sie haben kaum eine Lobby, sie haben kaum ein öffentliches Sprachrohr und sie eignen sich insbesondere eben dazu, sehr viele Projektionen in diese Gruppe hineinzusetzen und vor allem so zu tun, als wäre das eine geschlossene soziale Gruppierung, als gäbe es etwas, was sie alle eint. Ja? Und vor allem eben auch immer mit dem Gedanken, sie sind nicht nur anders als das vermeintliche Wir und wer in den Raum guckt, ist wir sind alle unterschiedlich. Ja? Sondern sie sind auch, und das ist der Kern auch der rechten Ideologie, sie sind minderwertig. Sie sind nicht nur anders, sie gehören nicht dazu, sie sind schlecht, sie gehören hier weg. Und aus diesem Gedanken heraus, sie sind anders, sie gehören nicht dazu, folgt dann eben auch die Gewalt als die politische Handlung, die das in die Tat umsetzt. Alle diese Angriffe, wir nennen das im Kern, sind Botschaftstaten. Die haben nicht nur zur Folge, dass sich Personen bedroht fühlen. Und was macht das mit einem
wenn man Angst hat, und ich sage jetzt zur Situation der Flüchtlinge was in diesem Land, dass man jeden Tag damit rechnen muss, dass einem das Dach über dem Kopf angezündet wird. Und wir hatten schon über 100 dieser Brandanschläge und die Hälfte davon auf bewohnte Unterkünfte. Was das für die Opfer macht, können sich die wenigsten hier vorstellen. Aber es hat noch einen zweiten Effekt. Es zielt nicht nur auf die Opfer selbst, sondern es zielt auf die Gesellschaft und es sagt, wir setzen mit unserer Gewalt ein politisches Ziel durch und wir haben die Macht und die Kraft dazu, es zu. Weil wenn am Ende eine Kommune einknickt und sagt, wir bauen keine Flüchtlingsunterkunft oder wir errichten keine Moschee, dann haben sie mit dieser Gewalt ihr Ziel erreicht. Und wie das Land verändern kann und möglicherweise auch in Zukunft wird, ist die viel massivere und grundlegendere Gefahr als die einzelne Abwehr einer, ich sag jetzt mal, Versammlung oder ähnliches mehr. Das müssen wir uns immer klar machen. Es geht da um ein anderes Land. Es geht um ein autoritäres, geschlossenes, kulturell, ethnisch geschlossenes Land Deutschland, was niemand von uns will, weil wir haben lange für diese offene Gesellschaft gekämpft. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von rechten Gruppierungen, von rechten Parteien. Du hast aber selber gesagt, dass ja auch diese Studie und auch viele andere Studien belegen, dass das Bild in der Bevölkerung angekommen ist. Andere Studien belegen genau dasselbe, dass sie von einer Bedrohung vom Islam ausgehen und so weiter und so fort. Was ist es, was dieses Bild in der Gesellschaft zu stärken scheint? Ich glaube tatsächlich, das ist vorhin auch schon mal angeklungen, dass unser Kenntnisstand zum Islam eben ein anderer ist als den zu anderen Religionen, weil wir uns auch tatsächlich viel länger und intensiver, insbesondere zum Beispiel mit dem Christentum, auseinandergesetzt haben. Ich denke, das ist tatsächlich dann auch Aufgabe zum Beispiel von politischer Bildungsarbeit, aber auch von Schule. Und da muss ich schon sagen, eigentlich davor, in der Kita und ähnliches, das, was wir interreligiösen Dialog nennen oder überhaupt Kompetenz im Umgang mit Religion zu stärken, da ist vieles auch noch, und ich sage mal, steckt so ein bisschen in den Kinderschuhen, weil ich sage mal, ich habe selbst zwei schulpflichtige Kinder, die wohnen irgendwie auf dem Land, deren Lebensrealität ist, dass sie im Kern in der Schule, in der Kita, nicht mit Muslimen oder mit Menschen jüdischen Glaubens in Kontakt gekommen sind. Ja? Haben das wirklich zu ihrer Alltagslebensrealität. Und ich glaube, da gehört schon viel dazu zu sagen, und das, da tut auch Flügelin einiges dazu, zum Beispiel hier mit entsprechenden Landesprogrammen, dass wir zum Beispiel solche Angebote einfach auch fördern, sei es eben dann der Besuch einer Synagoge oder der Besuch einer Moschee. Und ich glaube, das bietet tatsächlich Möglichkeit, langfristig solche Einstellungen abzubauen. Ich sage immer, ich bin da nicht so, dass ich sage, das ist eine Sache von 1-2 Jahren. Ja? Da müssen wir nicht 3 Broschüren schreiben, 5 Flyer auslegen und 3 Bildungsveranstaltungen machen und die Leute haben diese Ängste nicht mehr oder diese Vorurteile. So funktioniert das nicht. Das sind teilweise Einstellungen, die werden in den Familien über Generationen tradiert. Ja, die werden zum Teil auch schon, ja, ich sag mal, am Frühstückstisch aufgesogen. Und die zu ändern, das geht nicht in kurzen Zeiten. Da müssen wir in langen Läufen denken. Aber ich glaube, wir haben an anderen Stellen eben auch gesehen, dass es möglich ist. Also es gibt Einstellungsveränderungen auch in Gesellschaften zum Positiven hin, zu freieren Gesellschaften. Ja, und das müssen wir tatsächlich tun und da sehe ich tatsächlich, das ist keine Aufgabe von erhobenem Zeigefinger oder von Sanktionspolitik, sondern das ist in erster Linie tatsächlich auch eine kulturelle und bildungspolitische Aufgabe. Wir haben mehrmals angeklungen, dass es unterschiedliche Interpretationen vom Islam gibt, unterschiedliche Gruppen und die Leben ganz unterschiedlich gestalten und ich möchte darauf zurückkommen und fragen. Auf der Homepage der Gemeinde stand, dass sich die Gemeinde selbst als eine Art Renaissance des Islam sieht. Und ich würde gerne wissen, wie genau diese Renaissance aussieht und mit welchen Linien man von dem traditionellen Islam spricht. Das sieht, also es gibt ja im Islam, wie wir bereits erwähnt haben, sehr viele Strömungen.
Ich weiß, dass 1974 rund 73 Strömungen gezählt wurden und mittlerweile sind es jetzt mehr. Und die Hauptströmungen sind halt Sunniten und Schiiten. Und wir, wo wir halt einzuordnen sind in all diesen Strömungen, ist am besten vielleicht so zu verstehen, geht wieder zu das und würde den Islam von den Verkrustungen befreien, die sich angehaftet haben. Also es ist nicht eine Reform des Islam sozusagen, sondern eine Reform der Muslime, um den Islam wieder zu leben, so wie er ursprünglich gedacht gewesen ist. Und das ist, wo wir, was wir unter dieser Reform wie auch, oder Renaissance auch verstehen und das auch dementsprechend leben. Also, und dass die Linien dafür sind halt dementsprechend so, dass wir merken, dass momentan der Zustand der muslimischen Welt, wenn man sich umschaut, letztens war ein Artikel, wo ich gelesen hatte, vielleicht in der Geschichte, gerade auch in einem Global Village, wo wir alle so zusammengerückt sind, vielleicht der Islam noch nie so ein schlechtes Image hatte. Und das ist für uns wirklich die Erfüllung der Prophezeiung und auch zudem auch das, dass zu der Zeit wieder das wahre Bild des Islams wieder hervorgebracht wird. Und das ist da, wo wir uns einordnen und zählen uns eher zu den Sunniten, unter den Strömungen, die da sind. Machen wir es konkret, denn wir haben ja vorhin über die Ängste geredet, über die Vorurteile und ich glaube, es gibt unglaublich viele Bilder von Unterdrückung und so weiter in den Köpfen der Menschen, was sie sofort mit dem Islam verbinden. Und auch auf der Homepage steht, dass sie sich zu den Friedlebenden, zu dem toleranten Islam zählen. Eine konkrete Frage wäre natürlich, wie Ihre Gemeinde zum Beispiel zu, sagen wir, selbstbestimmten Frauen steht oder zur Homosexualität. Also wir sind eine friedliebende Gemeinde und das bezeugt auch die Geschichte. Das kann man seit unserer Gründung einfach mal nachrecherchieren. Das ist also umstritten. Was die Selbstbestimmung anbelangt von jedem Individuum, unabhängig des Geschlechts, sind wir ganz klar und deutlich, dass es zum einen keinen Zwang gibt, einer Religion zuzugehören. Und die Glaubensfreiheit ist ein wichtiger Bestandteil. Zweitens sind wir für die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Ich sage jetzt bewusst Gleichwertigkeit, denn es gibt gewisse Unterschiede, die da sind. Und auch wenn sie, wenn die von dem Gesetz absolut gleich sind, dennoch gibt es Unterschiede, die da sind, weswegen es zum Beispiel auch im Sport Unterschiede gemacht werden oder hier und dort. Und dementsprechend spreche ich bewusst von der Gleichwertigkeit. Was daran auch zu erkennen ist, dass der Bildungsstandard auch der Frauen in unserer Gemeinde höher liegt als bei den Männern. Und der Bildungsstandard ist eigentlich über den Durchschnitt hier in Deutschland, generell in unserer Gemeinde. Durch die Flüchtlinge hat es sich etwas reduziert gehabt. Jetzt ist es wieder, dem Bundesdurchschnitt hat es sich wieder angepasst. Und die Frauen unserer Gemeinde gehen allen möglichen Berufswegen nach und tun das auch. Und wir haben auch dementsprechend eine Frauenorganisation, die selbstständig und eigenständig und finanziell auch sich selbst unterhält und aktiv ist. Und wir haben eine Geschlechtertrennung, das ist ganz klar. Wir haben diese Geschlechtertrennung, vor der auch zuvor gesprochen wurde. Es mag vielen nicht gefallen, es mag vielen nicht passen, aber wenn jedes Individuum die Freiheit hat, seine Überzeugung nachzugehen, ohne die Freiheit irgendjemanden zu unterdrücken oder einzuschränken, dann ist das sein Lebensweg, den er sich ausgesucht hat. Und solange er jemanden anderen nicht schadet, dann ist das keine Frage für mich. Und somit ist das den Weg, den wir eingeschlagen haben und den auch nachgehen. Homosexualität ist für uns eine Grenze, so wie in verschiedenen anderen Religionen auch, aber diese Grenze zwingen wir keinen auf. Und das ist, wo für mich meine religiöse Freiheit, meine Freiheit der Überzeugung da ist, meine Grenzen da sind, aber wichtig ist, dass ich diese Grenzen niemanden aufzwinge. Und das ist das Grundprinzip dahinter. Und diesem Prinzip gehen wir auch nach. Niemand wird zu irgendwelchen Handlungen oder irgendwelchen Überzeugungen gezwungen. Natürlich haben wir da Meinungsverschiedenheiten, es gibt unterschiedliche Lebensweisen, aber diese Lebensweisen, wenn die besser sind als meine Lebensweise, dann kann man mich davon überzeugen. Bin ich davon überzeugt, dass diese besser ist, dann kann ich andere davon überzeugen. Aber es geht nicht, dass ich einfach so sage, okay,
diese Lebensweise ist jetzt richtig und du musst diese aneignen, ansonsten gehörst du nicht zu uns. Und genauso, wenn das umgekehrt jemand macht. Deshalb, Grundgedanke für mich ist es, die Grenzen, die wir haben, oder die ich auch habe, niemanden anderen aufzuzwingen. Und genau das erwarte ich auch von anderen. Vielen Dank, das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Statement zumindest gewesen, was nochmal unterstreicht, warum wir diese Veranstaltung hier machen, weil es genau darum geht, sich zuzuhören und durchaus unterschiedlicher Meinung zu sein, ohne den anderen jetzt in irgendeiner Art und Weise, ich sage es mal mit meinen Worten, unterzubuttern oder ihm zu unterstellen, dass er quasi die falsche, ich selbst die richtige Meinung hat. Da wolltest du auch noch mal kurz was zu sagen. Wie viel, als Martina darüber gesprochen hat, wie wir versuchen können, eine gewisse Fremdheit zu überwinden. Ein Beispiel aus Berlin ein, was ich hier mal zum Besten geben will, wenn wir schon am Berliner Platz sind und den Lehrern hier draußen dran haben. Es gibt in Berlin eine Regelung für den Religionsunterricht, die anders ist als in vielen anderen Bundesländern. Und zwar galt bei der Beschlussfassung des Grundgesetzes die sogenannte Bremer Klausel. Das hieß der Satz, dass Religionsunterricht ein ordentliches Unterrichtsfach an staatlichen Schulen ist, in den Ländern nicht gilt, wo das damals nicht der Fall war, 1949. Und das war in Bremen und Berlin zum Beispiel nicht der Fall. Und in Berlin hatten wir die Situation, dass die Kirchen, die großen christlichen Kirchen, übrigens auch unterstützt von muslimischen Gemeinden, der Auffassung waren, wir sollen hier in Berlin ein Wahlpflichtfach Religion einführen. Bisher war es so, die Kirchen konnten freiwillig das anbieten, die Schüler sind dann hingegangen oder Eisessen gegangen. Das fanden die Kirchen unbefriedigend, weil die Beteiligung am Religionsunterricht sehr gering war. Und wir als aus Ostberlin kommende mussten leider ein Argument mit ins Feld führen, dass viele Menschen in Ostberlin gar nicht religiös waren und für uns dieses Modell Wahlpflichtfach keinen Sinn machte. Und es gab einen weiteren Punkt, den ich dann in die Debatte eingebracht habe, der hier vielleicht auch nochmal von Belang ist, nämlich, dass es viele muslimische Berlinerinnen und Berliner gab, die in ihren eigenen Religionsunterricht gegangen sind. Das heißt, wir hatten eine Situation, es gab einen quasi glaubensfreien Religionsunterricht des humanistischen Verbands, es gab den evangelischen, es gab den katholischen, es gab den muslimischen und jeder war in seinem eigenen Religionsunterricht. Und da erfährt man nichts über die Lebensweisen der anderen und warum man das jeweils glaubt. Und dann haben wir unserem lieben Koalitionspartner von der SPD aufgeschwatzt, dass wir ein Unterrichtsfach einführen, verpflichtend an allen Oberstufen, 8., 9., 10. Klasse, für alle Schüler. Name ist jetzt nicht so toll, heißt Ethik. Und da war die Idee, dass man über die großen Religionen und die Werte unseres Grundgesetzes alle zusammen informiert. Das heißt, sie sitzen alle in einem Raum und der muslimische Schüler aus Neukölln erfährt was über das Christentum und der Atheist aus Marzahn was über, was weiß ich, können sich selber zu Ende denken. Dagegen gab es ein Volksbegehr in Berlin, weil Demokratie und wir haben die Hürden gesenkt und dann gehen die Leute auf die Straße und die großen christlichen Kirchen haben eine Kampagne gemacht, Werte brauchen einen Gott. Ich war damals total beleidigt darüber, weil war natürlich eine Geringschätzung der Leute, die nicht gläubig sind. Und das Krasse war, das war das erste Mal, dass die Bevölkerung Berlins sich hinter eine Entscheidung ihres Senats gestellt hat. Das heißt, bei dieser Volksentscheidung hat eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner mit Überschreiten des Quorums gesagt, nein, wir finden das richtig. Wir sollen, dass das, wollen, dass das so bleibt. Nun lässt sich das auf Thüringen nicht übertragen, wegen Grundgesetz und so und Bremer Klausel. Aber ich glaube, die Idee, die dahinter steht, dass, wo soll man das anders machen als im Schüleralter, dass man da sich miteinander darüber unterhält, warum Leute in welchem Weltbild leben, das ist, glaube ich, eine sehr gute und richtige und vielleicht muss man mal darüber nachdenken, wie man das auf anderem Wege weiter verbreitet.